Guten Abend und herzlich willkommen beim dritten Konzert in der Klangzeitwerkstatt der Musikhochschule Münster in 2020. Das Konzert heute Abend hat das Thema illusive Musik. Die ersten drei Stücke, die Sie hören werden, sind von Sacheline Lemke, Ernest Rametsa Chausson für Klavier und Elektronik, das zweite von Helmut Lachenmann, Guero für Klavier und das dritte von Francesco Filadai, Toccata für Klavier. Sie hören Jennifer Heime am Klavier.
nächstes hören Sie eine Uraufführung von Hamburger Komponist Benjamin Scheuer, Borstige Ballad für Toypian und Ensembles. Und Sie hören noch mal Jennifer Heimann.
Jetzt das Stück One Man Band 2 für Klaviersolo und Nebeninstrumente von Moritz Eggert und noch Magic Behind Man am Klavier. Thank you.
nächstes hören Sie Malte Hövele mit dem Stück Side by Side für Schlagzeug von Michio Kitazumi. Thank you.
Als nächstes hören Sie Elusive Music von Christopher Trebs für Dirigent. Und als Dirigent hören Sie oder sehen Sie Felix Kruse.
2 am Rimbefon mit dem Stück von Toshi Ichinagi, The Source. Thank you.
letzte Stück für heute Abend ist das Stück Fiato Continuo 1 von Božidar Spasov. Das Stück wurde 1998 geschrieben und letztes Jahr zum Geburtstagfeier zum 70. mehrfach aufgeführt von Pierhause, die heute Abend auch spielt. Das Stück stellt die Geräuschkulisse einer Landschaft im Gebirge dar und Sie hören die moderne Flöte mit elektronischen Klängen. Ich zitiere: Hoch im Gebirge entwickelt der Mensch ein besonderes Empfindungsvermögen. Nicht nur die Ohren, sondern der ganze Körper beginnt allmählich die ihn umgebenden Naturgeräusche wahrzunehmen. Geräusche von Wasser, Stein oder Lawinenfällen vermischen sich mit dem leisen, fast unbemerkbaren Luftbewegungen in einer stetigen, ununterbrochenen Kontinuität. Am frühen Morgen liegt noch der Nebel über dem Gebirge und man kann durch den Dunst nicht ausmachen, woher der Klang von Glocken, einer Viehherde und manchmal auch der eine Herdenflöte zu einem herüberschallen. Das Gebirge ringsherum atmet und sein Hauch baut mit Rilkes Worten ein Bett im Ohr.
Ja.